Hallo liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen Ende April, Anfang Mai und es gibt super viel im Garten zu tun. Bis jetzt war das Jahr mit einem Wort schwierig. Sehr lange, sehr kalt, viele Niederschläge. Hier gibt es schon einiges trotzdem, was aus dem Boden kommt. Vieles muss noch in den Boden rein und auch Sachen, die ich sonst im April schon gemacht hätte, sind heute erst. Und das Video beginnen wir in meinem Garten hier, fahren dann rüber zu Marcel, um mal so die Unterschiede zu sehen. Hobbygarten, Profigärtner. Weiter geht's hier mit den dicken Bohnen und den Erbsen. Die sind super regelmäßig, gleichmäßig aufgegangen an meinem Ranggerüst. Das ist natürlich mehr für die Erbsen als für die dicken Bohnen, wobei man die Bohnen auch später daran anbinden kann, wenn die umkippen. Das Einzige, wo ich mich nicht so drüber freue, ist, wenn ich mir die Blätter anschaue. Bei den Blättern sind immer so Fraßspuren, so kleine Buchten an den Rändern. Das ist wahrscheinlich dieser Bohnenkäfer, der breitet sich gerade massiv in Deutschland aus, auch insbesondere in unserer Region, weil die Landwirte vermehrt die Ackerbohne wieder anbauen, was auf der einen Seite natürlich gut ist. Auf der anderen Seite muss sich erstmal das Ökosystem daran gewöhnen. Die Vögel müssen erfahren, die kann man fressen oder irgendwelche anderen Nützlinge. Bis dahin, naja, solange die Blätter nicht ganz auffressen, sondern nur die Buchten, ist es nicht so schlimm. Aber wenn hinterher in jeder Erbse oder in jeder Bohne eine Larve drin ist, dann ist das schon ziemlich widerlich. Ich hatte zwar eben ein bisschen über das Frühjahr gemeckert, na gut, das Kalte, das ist nicht so ideal. Das Feuchte hat auch seine Vorteile. Die ganzen Saaten hier, der Spinat, die Radieschen und die Möhren, genau wie Bohnen und Erbsen, die musste ich kein einziges Mal gießen. Naja, einmal nach der Aussaat, damit sich der Boden ein bisschen setzt, aber dann nicht mehr. Und das ist schon ein Vorteil, wenn ich an so Jahre denke, wo der April und der Mai schon so trocken waren, dass es da vielleicht an zwei Tagen geregnet hatte. Und da musste ich jeden Tag gießen. Jetzt kommen die Bohnen rein und Bohnen sind für mich recht wichtig. Für was ich mich dieses Jahr entschieden habe, das ist wie im letzten Jahr dieses Stangenbohnen-Trio, was es bei uns gibt. Alle drei Sorten wirklich super, sehr ertragreich, komplett fadenlos. Und ja, das ist so eine Pflanze, die setzt man in den Boden rein und kann einfach nur glücklich sein darüber. Trotzdem, eine Buschbohne muss auch her. Ich esse gerne diese gelben Wachsbohnen, in diesem Fall zum ersten Mal die Creso und dieses Jahr zum ersten Mal auch eine Buschbohne, aber eine Trockenbohne. Das ist die Black Turtle, weil ich jetzt sehr viele südamerikanische Rezepte gefunden habe, wo genau diese Bohnen reinkommen. Und dazu gibt es noch Bohnenkraut. Das sähe ich einfach in eine Reihe davor. Und da an den Rändern, wo ich noch Platz habe, da kommt ein bisschen von dieser einjährigen Sommerblumenmischung rein. Im letzten Jahr hatte ich bei den Buschbohnen zwei oder drei Horste sogar in eine Reihe nebeneinander gemacht. Dieses Jahr beschränke ich mich auf einen Horst, etwas entfernt von dem zweiten Weg. Und hier vor, da kommen später noch Salate oder halt das Bohnenkraut für eine schöne Mischkultur. Und die Horste, das mache ich alle, ja, was sind das, 10 cm ungefähr. Und da kommen dann je 5 bis maximal 10 Bohnen rein. Das Schöne ist, wenn man jetzt erst im Mai anfängt, man muss es nicht zu Hause machen. Man hat jede Menge Licht draußen, vor allen Dingen, wenn man die Sachen danach in den Folientunnel stellen kann. Da steht bis jetzt von meiner Hausvoranzucht Aussaat die Zwiebeln, die verschiedenen Sorten in der Multitopfplatte und 4 verschiedene Kohlarten und die kommen, sobald ich Zeit habe, in die Beete rein. Da muss natürlich auch direkt ein Gemüseschutznetz drüber. Erstmal nicht wegen der Schmetterlingsraupen, sondern wegen den Tauben. Die waren letztes Jahr viel nerviger. So, und jetzt zeige ich euch mal, was ich aussähe. Ich habe hier 3 Platten vorbereitet. Eine Coupé 77 mit Aussaaterde und 2 Coupé 35 mit normaler Gemüseerde für Sachen wie Gurken oder Kürbisse. Und in die 77er rein, da kommt erstmal Okra. Da gab es ja schon ein Video zu. Da will ich das genau mal so versuchen, wie der Björn das gesagt hat, auch wenn ich Okra bis jetzt noch gar nicht so gerne esse, aber vielleicht kommt das noch. Da kommt Mangold rein.
Ja, Mangold kann man natürlich auch direkt säen, aber da habe ich letztes Jahr super Erfahrungen mitgemacht. Wieder so eine bunte Sorte. Hier habe ich mir angewöhnt, immer ungefähr 2 von den Körnern pro Töpfchen. Die drücke ich dann auch ungefähr so 1 Zentimeter runter. Und wenn der Mangold keimt und da kommen auf einmal, das sieht so aus, als ob da 4 Pflanzen rauskommen, das ist ganz normal, ähnlich wie bei dem Neuseeländer Spinat. Manchmal kommt aus so einem Korn halt mehr als eine Pflanze, aber das ist nicht so schlimm. Die nehmen sich schon irgendwie ihren Platz. Da müsst ihr also jetzt nicht irgendwie eine Pflanze rausreißen. Dann von unserem französischen Saatgut, einmal Merlot, Really Red Deer Tongue heißt eins, Amish Deer Tongue, das sind so Salate, die kann man auch für die kältere Jahreszeit nehmen, aber ich mache es jetzt einfach mal im Sommer. Dann habe ich den Jester, das ist so ein gefleckter Salat und auch sehr schön diese ausgefranste Endivie. Die gibt es sogar manchmal zu kaufen. Die Salate sind ja alles Lichtkeimer. Die lege ich jetzt erstmal mittig in so ein Töpfchen rein. Je ein Korn. Und da mache ich pro Sorte natürlich auch nicht so viel, sondern nur 7 Stück. Lieber nochmal in 2-3 Wochen noch so eine Platte machen. Dann habe ich hier 2 Reihen Lauchzwiebeln ausgesät. Das Schöne bei den Lauchzwiebeln ist, das hätte man zwar schon vor 3 Monaten machen können, aber das kann man auch noch in 3 Monaten machen in der Zukunft und in der Zeit dazwischen halt auch. Die sind recht schnellwüchsig und ich mache ungefähr so nach Gefühl immer 4 bis 8 Körner hier rein. Und wenn die dann ungefähr so groß sind, diese Töpfchen, die dann auch gut durchwurzelt sind, die setze ich irgendwo hin und mache die nicht auseinander. Da kann man echt so einen Bund Lauchzwiebeln ernten. Die Saattiefe ungefähr 1 Zentimeter. Jetzt für die Coupé 35er. Wie jedes Jahr darf natürlich die Zucchini nicht fehlen. In diesem Jahr 2 Sorten, die ich noch nicht hatte. Einmal die Zuboda und einmal diese John Crookneck. Einmal den Gurken, einmal die Calomira, das ist eine Parthenokarpe, das heißt, die braucht keine Bestäubung. Sehr angenehm, da kommen erfahrungsgemäß auch sehr viele Früchte dran. Dann bin ich sehr gespannt auf diese hier. Keine Ahnung, ob die schmecken wird. Das ist eine Antillengurke, weil ich so viel Gutes darüber gehört habe, dass der auch für Süßspeisen sehr gut geeignet ist. Einmal der Busch Delicata, der wurde mir wärmstens ans Herz gelegt. So eine Art Spaghetti-Kürbis. Dann einmal die Topfgurke. Die Sorte hat noch keinen richtigen Namen. Die heißt jetzt noch GU3303. Bildet wohl kaum oder keine Ranken. Aber nur weil die Topfgurke heißt, heißt es nicht, dass die unbedingt in Töpfe muss. Die kann ich auch auf meine 75er Beetreihen stellen, ohne dass die mir 3 Beete rechts und links noch überwuchert. Also sowas finde ich auch praktisch. Die muss jetzt nur noch schmecken. Und dann habe ich die Wassermelone Blacktail Mountain, einfach für den Bereich, wo ich Sachen mit überwuchern lassen möchte. Die setze ich dann zusammen mit den Kürbissen irgendwo hin. In die restlichen 15 Töpfchen, da kommt Mais rein. Pro Mais einfach 2 Körner, auch so 1 bis 2 Zentimeter in den Boden reindrücken. Irgendwie habe ich festgestellt, dass 2 Maispflanzen, die dicht nebeneinander stehen, das bringt irgendwie denen gegenseitig Halt. Und ja, wenn eins nicht keimt, hat man auf jeden Fall immer noch das andere in dem Töpfchen. So Marcel, du hast ja im Verkauf auch schon einige Jungpflanzen stehen. Okay. Gucken wir uns die mal an, ob man die noch aussäen könnte. Was hast du da zum Beispiel ganz vorne? Noch aussäen. Hier ist Weißkohl, Rotkohl. Kann man noch machen, wird der Kopf nicht mehr ganz so dick, aber funktioniert schon noch. Was habe ich jetzt hier? Ich will selber gucken, die sehen alle so gleich aus. Blumenkohl. Kann man Brokkoli auch noch. Hast du da? Brokkoli, das kann man auch alles ohne weiteres nochmal machen. Also eher noch als Weißkohl und Rotkohl, ne? Das auf alle Fälle, ja. Wie gesagt, bei Weiß und Rotkohl, da werden die Köpfe halt was kleiner. Ist auch nicht der Untergang. Wirsing geht auch nochmal gut, kann man noch machen. Das ist nochmal ein Fenchel hier, das ist auch noch da. Aber ja, was heißt, das ist auch noch da? Kann man es noch machen? Ja, ja, klar. Das ist ohne weiteres, kann man in ein paar Sätzen jetzt noch bis in den Sommer rein eigentlich nochmal aussehen. Kohlrabi? So, Kohlrabi geht auch eigentlich ja, bis in den Sommer rein, ohne weiteres. Das ist jetzt der Sellerie, Knollensellerie. Geht auch nochmal, aber gilt wie bei dem Weiß- und Rotkohl.
werden die Knollen nicht ganz so groß mehr. Aber all die Sachen, die wir jetzt bis jetzt hatten, das ist alles Voranzucht nochmal, ne? Das ist jetzt vorangezogen, klar. Das ist nochmal Brokkoli, hat man eben schon erwähnt. Hier mal ein paar rote Beete, wo ich die eigentlich immer in Direktsaat machen würde. Rote Beete kann man auch noch bis in Hochsommer rein. Ah, noch später, bis in Herbst noch. Spitzkohl. Spitzkohl ist ja gar kein Problem, das, ne? Das geht auch, der ist auch relativ schnell, das kann man nochmal machen, ja. Das ist nochmal Spitzkohl. Dann hast du da Radicchio. Radicchio, ja, das ist eher fast schon ein bisschen früh. Also ohne weiteres jetzt noch machbar. Die ganzen Salate eigentlich zigmal im Sommer nochmal. So, hinterher. Bevor wir zu den Salaten kommen, die Kohlarten. Ja. Da hast du jetzt ja noch keinen Winterkohl. Rosenkohl, Palmkohl, Grünkohl. Richtig. Ja, kann man jetzt mit loslegen, hat aber auch noch einen Monat Zeit, aber... Ohne weiteres jetzt mal starten. Ja, bei Salaten hast du ja im Moment die volle Vielfalt hier. Alles mögliche, Kopfsalate, Romanersalate, Lolo, Rossa, Eichblatt, alles mögliche. Ja, sogar die ersten Endivien schon, wobei das auch relativ früh ist. Ja, Salate kann man immer wieder machen. Also die meisten Leute denken immer, man kann ja nur im Frühjahr pflanzen, aber den kann man ja eigentlich bis in den Herbst rein und je nach Sorten sogar dann auch über den Winter noch machen. Deine gemischten Platten sind inzwischen auch schon legendär und total beliebt. Ja. Das sind einfach verschiedene Platten mit, was hast du da, Salat, Rucola teilweise. Das sind halt so von den diese Unterpaletten, die wir irgendwie übrig hatten. Und dann hatte ich zu viel Jungpflanzen, habe gedacht, ach, steckst du einfach da rein, dann hast du ein bisschen mehr Zeitpuffer. Und es ist wirklich eigentlich eine geniale Sache, man kriegt relativ große Jungpflanzen. Setzt sie aus und kann dann unter Umständen nach 3 Wochen das erste schon ernten. Und normalerweise sind diese Platten zum Wegschmeißen, die, ne? Sind eigentlich zum Wegschmeißen, die verwerten wir einfach auf die Art und Weise nochmal wieder. Da hinten hast du Brunnenkresse stehen. Kann man die jetzt nochmal aussäen, oder? Brunnenkresse ist eine schöne Sache, kann man auf alle Fälle säen. Bin ich noch nicht ganz durch mit der Kultur, wie das wirklich funktioniert. Sie blüht bei uns über den Sommer immer und wächst dann kaum noch. Ja. Also da bin ich noch nicht ganz, muss ich irgendwie mal ein bisschen auch selber recherchieren. Aber wie sehr das Ganze gesund, funktioniert. Ne? Ist super gesund, ja. Jetzt stehen wir hier vor Marcells Pflanz-Erdtisch. Wie nennst du das? Topftisch. Topftisch. Hatten wir vor Jahren schon mal gezeigt. Eigentlich eine coole Konstruktion. Ein Erdbunker mit einem Loch drin und davor einfach die Kisten, die Töpfe, die Multitopfplatten. Man muss sich keine Gedanken machen, ja, geht irgendwie Erde verloren oder macht man irgendwas schmutzig. Also wer Platz hat und viele Pflanzen selber zieht, baut euch sowas. Du bist ja hier schon den halben Nachmittag am Werkeln mit Kürbissen. Ja, also Gurken standen noch an, hätten wir eigentlich ein bisschen früher machen wollen. Kürbis, Zucchini, Gurken, ist heute alles in den Boden gekommen. Und ich will dich ja auch überreden, dass du noch ein paar Wassermelonen aussäst, weil du hast ja immer bei deinen Feldern, ist ja immer so ein paar, teilweise 100 Quadratmeter noch, Platz, da könnte man einfach mal Wassermelonen, wenn der Sommer ab jetzt heiß werden sollte. Das hängt total vom Sommer ab, ob es draußen funktioniert oder nicht. Gut, was du hier einfach machst, das sieht auch immer so routiniert aus. Du nimmst hier zum Beispiel eine Multitopfplatte, holst dir einfach die Erde darüber, nimmst dir eine andere gleiche Multitopfplatte, presst die da drauf. Die macht dann so die kleinen Pflanzlöcher. Ja, vor allem ist erstmal die Erde angedrückt. Das Ganze wird runtergedrückt und ich habe Platz, um Samen reinzulegen. Zieh nochmal Erde drüber, drück nochmal an und fertig. Genau, und mit den Töpfchen machst du das ja eigentlich genauso? Ja, die stelle ich in eine Kiste rein, schmeiß Erde drüber. Dann habe ich allerdings keine Platte, die dann alles mit einmal andrückt. Also mit jedem einmal kurz mit einem Topf oben reingedrückt, angedrückt, einmal aufgestampft. Dann fällt also die Erde, die rechts und links noch ein bisschen höher ist, rein. Dann kann man Samen reinlegen, Erde drüber nochmal andrücken. So, und da aber jetzt dann bei dem Drüberziehen Erde daneben geht, nehme ich die einfach dann mit jeder Hand 4 Stück, packe die in eine andere Kiste, der Dreck bleibt unten liegen. Mhm. Und dann kommen die Kisten, so wie sie sind, in eine Bewässerungswanne rein. Ja. Wie lange lässt du die da drin? Das hängt ja, bis sie nach oben Wasser gezogen haben. Also das sieht man, du machst das rein optisch. Sobald das oben hier wenn jetzt... Wenn es oben feucht wird, ist es gut, ja. Jetzt haben wir natürlich im Moment so einen Druck, weil ich kann die ja nicht immer 2 Stunden drin stehen lassen, dass wir tatsächlich dann, was ich normalerweise nicht mache, von oben nochmal drüber brause. Bei so groben Saaten wie von Kürbis oder Gurken, wo dann auch nochmal ein dicker Zentimeter Erde drauf ist, kann nichts passieren. Wenn ich ganz feinen Samen habe und brauche es einfach so brutal mit der Kanne drüber, kann auch mal was weggeschwemmt werden.
hatten wir auch schon mal in dem Video über Gurken gesagt, aber das ist einfach so genial. Viele überlegen sich, wie rum muss das Saatkorn rein, weil das hat ja schon ein unten und oben. Also der Keim kommt ja an einer speziellen Stelle raus und du hast gesagt, ach, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber, wobei man sieht es ja, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, sieht man es. Ja, man sieht das schon. Ich gucke, also wenn ich mal ganz große Samen habe und kleine Töpfe, dann gucke ich schon ein bisschen, damit auch der Keimling nachher halbwegs in der Mitte vom Topf steht und nicht irgendwo am Rand. Aber sonst eigentlich flach reingelegt. Wenn man etwas früher im Jahr aussät, dann sät man in der Regel ja in reine Anzuchterde mit wenig Nährstoffen. Die Pflanzen kommen direkt ins unbeheizte Gewächshaus, haben Wärme, Licht. Das ist keine Anzuchterde, das ist schon ein bisschen Dünger mit drin. Das ist eine ganz normale Erde, die wir haben. Das sind ja auch die Töpfe, die nachher als Verkaufstöpfe gehen. Da muss ja ein bisschen Dünger drin sein, ein bisschen organischen Dünger mit eingemischt, damit die Pflanzen auch dann einmal, wenn sie im Verkauf stehen oder auch nachher beim Kunden, erstmal noch ein bisschen versorgt sind. Pastinaken, könnte das spät sein oder? Eigentlich nein, nicht, ne? Also ich habe letztes Jahr es auch ganz spät erst geschafft. Ich glaube Anfang Juni haben wir erst gesät. Sie haben lange gebraucht, hängt natürlich auch, war auch die Trockenheit, ne? Also wir haben aber jetzt dann über den Winter die sogar stehen gehabt, stehen jetzt noch und es sind teilweise richtig dicke Dinger. Okay, das ist jetzt keine Aussaat, sondern eher so ein Legen. Kartoffeln, gab es ja auch letzte Woche das Kartoffelvideo dazu. Da ist auch der Mai noch bestens für geeignet. Egal ob Früh- oder Spätkartoffeln. Was mit Süßkartoffeln? Da sollte man jetzt schon am besten die Triebe angewurzelt haben. Ja, also die können ja erst in über zwei Wochen eigentlich raus. Von daher, ja, wäre gut, wenn man es so langsam schon mal zieht. Ja. Okay, und wenn ihr bis jetzt keine Süßkartoffeln habt, ihr kriegt auch bei Marcel unter anderem Süßkartoffeln, die auch schön Triebe haben. Und da könnt ihr natürlich die Pflanze kaufen und die Triebe nochmal teilweise abschneiden und nochmal neu anwurzeln. Kann man nochmal Stecklinge von machen. Du hast ja hier so unglaublich viele Jungpflanzen stehen. Erdbeeren, Feigen, Kräuter. Kann man das jetzt alles schon im Mai setzen oder muss man da ein bisschen, oder würdest du sagen, ja, vorsichtig? Ja, also es kommt auf den Einzelfall drauf an. Also die Feigen, die stehen jetzt hier sowieso schon 4 Wochen draußen. Die hatten wir zwar im Gewächshaus ein bisschen geschützt, überwintert. Aber stehen seit 4 Wochen draußen, haben jetzt hier draußen den Trieb gemacht. Das sollte dann auch okay sein. Ja, ist ja viel besser, als sie das im Gewächshaus machen und dann raus und genau, dann Kälte abbekommen. Genau, wenn jetzt im Gewächshaus geblieben wäre, hätten wir jetzt schon so einen grünen Büschel dran. Und wenn es dann nochmal kalt wird, dann wird es gefährlich. Diese Blätter sind hier quasi in der Kälte gewachsen. Und ja, wenn es jetzt nicht gerade nochmal minus 5, 6 Grad wird, denke ich mal, ist das kein Thema. Genau, und spätestens am 21. Mai sollte man aber auch alles nach draußen stellen können, weil da gibt es wieder in Erftstadt das große Garten-YouTuber-Treffen, wo Marcel wieder einen sehr großen Stand mit unglaublich vielen Pflanzen hat. Absolute Vielfalt hier, Sorten, die man auch nur sehr schwer bekommt. Also wir würden uns sehr freuen, viele von euch am 21. Mai in Erftstadt zu sehen und nächsten Wochenende am Bodensee. Wie gesagt, da ist Marcel leider nicht da, weil der kann gerade den Betrieb nicht verlassen hier. Aber da findet auch noch mal ein Garten-YouTuber-Treffen, ein öffentliches in, wie gesagt, am Bodensee statt. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, und das war's jetzt mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare, zum Beispiel, was wir alles vergessen haben, was man jetzt noch aussäen kann. Und ja, vielleicht dann bis zu einem der Garten-YouTuber-Treffen oder bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.